Bevor es richtig laut wird, kommt das DLR-Forschungsflugzeug ATRA erst einmal in die schalldichte Box am Hamburger Flughafen. Europas größte Lärmschutzhalle von Lufthansa Technik könnte selbst einen Jumbojet aufnehmen. Nun soll hier ein Test stattfinden, bei dem der Lärm der Triebwerke erstmals nicht nur zu hören, sondern sogar zu sehen sein wird. Die Forscher gehen dorthin, wo andere niemals stehen wollen. Direkt an die Quelle des Lärms, im Triebwerksstrahl und am Hauptrotor. An welchen Stellen in der Strömung sorgen turbulente Schwankungen von Geschwindigkeit und Dichte für Lärm? Wo genau entsteht der Lärm, der Anwohner von Flughäfen so belastet? Insgesamt 4 DLR-Institute arbeiten bei der aufwendigen Messkampagne zusammen und vereinen ihr Wissen unter anderem in Aerodynamik und Antriebstechnik, Aeroelastik und Konstruktionsforschung. Eine ganze Reihe von Mikrofonen registriert dabei den Lärmpegel des laufenden Triebwerks exakt. Das Besondere bei den Messungen ist, dass wir eine Schallquellenanalyse vorhaben, also die Verbindung von optischen Messtechniken mit den akustischen Fernfeldwirkungen. Diese Verbindung ist weltweit erstmalig mit Feldmessverfahren durchgeführt worden und wir können in die schallerzeugenden Schwankungen hineinschauen. Gemeinsam mit der Lufthansa untersucht das DLR seit Jahren die Lärmquellen an einem Flugzeug. Mit Erkenntnissen, die später in die Produktion neuer Flugzeuge oder in Umrüstungen eingingen und den Lärm der Triebwerke reduzierten. Doch das Unsichtbare sichtbar machen, das soll der Laser übernehmen. Während der Lärm am Flugzeug steigt, blicken die Wissenschaftler auf die Strömungsphänomene. Die Messungen sind eine wichtige Hilfe für die Simulation von Triebwerkslärm am Computer. Und bei der zukünftigen Entwicklung von noch leiseren Triebwerken.